Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich mit dir gemeinsam einmal auf deinen Leadmagneten eingehen. Was ist ein Leadmagnet eigentlich genau? Ein Leadmagnet ist nichts anderes als ein kleines kostenloses Geschenk, das wir im Austausch gegen die E-Mail-Adresse eines Interessenten ausgeben. Wenn sich also ein Interessent dafür entscheidet, sich bei uns auf der Seite einzutragen, dann bekommt er im Austausch dafür unseren Leadmagneten. Und dieser Leadmagnet sollte, wie es der Name schon sagt, und diesen Lead richtig anziehen. Ja? Er sollte den Kunden dazu bewegen, sich bei uns einzutragen, weil er dieses Wissen, was in dem Leadmagneten steckt, unbedingt haben möchte. Ja? Und das schaffen wir dadurch, indem wir einen Leadmagneten erstellen, der ein möglichst großes Problem unseres Kunden löst. Du solltest dich bereits für dein Produkt, beziehungsweise vorab für deine Nische und dann für dein Produkt entschieden haben, um dann letztendlich deinen Traumkunden festhalten bzw. formen zu können, zu wissen, wer ist dein Traumkunde. Und wenn du bereits an diesem Schritt bist, dann kannst du auch ungefähr nachvollziehen, was die großen Probleme deines Kunden sind. Wenn du dich zum Beispiel also dafür entschieden hast, in den Markt Frauen kennenlernen zu gehen, ja, dann ist das größte Problem des Kunden, deines Traumkunden, der Männer, Frauen kennenzulernen. Vielleicht Frauen anzusprechen. Die Telefonnummer einer Frau zu bekommen, ja? Das sind große Probleme, wozu wir einen Leadmagneten erstellen können. Wenn du dich vielleicht dafür entschieden hast, in den Geldsparenmarkt zu gehen, ja, dann ist es ein sehr, sehr großes Problem deines Kunden, am Ende des Monats Geld übrig zu haben, also Geld sparen zu können. Normalerweise gibt er sein Geld immer aus. Und du könntest zum Beispiel einen Leadmagneten erstellen, indem du dem Kunden eine genaue Strategie gibst, wie er mit 5 Schritten dafür sorgt, dass er jeden Monat mehrere hundert Euro einsparen kann. Ja, das können ja Tricks sein, wie er vielleicht seine Kosten reduziert oder auch einfach eine Strategie sein, die du ihm weitergibst, dass er jeden Tag 1 Euro oder 5 Euro in Sparschwein stecken soll, anstatt irgendetwas zu kaufen, was er eigentlich gar nicht braucht oder ähnliches. Ja. Das kann aber genauso sein, wenn du gesagt hast, du gehst in den Geldverdienenmarkt, beispielsweise im Online-Marketing, ja, kann es ein sehr großes Problem der Leute sein, die sich dafür entschieden haben, online ein Business aufzubauen, sich für einen Markt zu entscheiden, zu wissen, auf welchen Markt soll ich mich eigentlich konzentrieren, was sind Märkte, in denen ich Geld verdienen kann. Ja? Und die haben häufig auch sehr viele Ängste, sich für einen falschen Markt zu entscheiden, sehr viel Zeit, sehr viel Energie in dieses Business zu stecken, um dann irgendwann nach Wochen oder Monaten vielleicht zu sehen, dass sie gar kein Geld in diesem Bereich verdienen. Insofern könnte ein Leadmagnet natürlich auch sein, die 4 profitablen Nischen bzw. die 4 profitablen Märkte im Online-Marketing, die über deinen Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Und das hat natürlich gleich mehrere Positionen oder mehrere Gesichtspunkte für den Kunden. Ja? Er weiß, hey, hier kann ich die 4 profitablen Märkte bekommen. Ich möchte ein Online-Business aufbauen und dafür muss ich wissen, was ist ein profitabler Markt. Aber genauso übt es wieder Druck auf ihn aus, weil er weiß, hey, sollte ich mir dieses jetzt nicht sichern und mich vielleicht für einen Markt entscheiden, der dann nachher außerhalb dieser 4 Märkte ist, dann werde ich deswegen scheitern. Ja? Also dies ist ein Leadmagnet, der wahrscheinlich für eine sehr, sehr hohe Eintragungsrate sorgen wird. Genauso kannst du aber natürlich auch in den ganzen anderen Märkten Leadmagneten finden. Beispielsweise in der Hundeerziehung, dass du einfach sagst, wie du mit 3 Schritten dafür sorgst, dass dein Hund auf dich hört, auch wenn es die letzten Jahre nicht gemacht hat. Ja? Wichtig hierbei ist, der Leadmagnet sollte einfach und schnell zu konsumieren sein. Das heißt, du solltest nicht einen Leadmagneten erstellen, wo du sagst, hey, trage dich jetzt hier kostenlos ein und sicher dir meine 20-teilige Videoserie, in der ich dir innerhalb von 100 Stunden beibringe, okay, passt nicht ganz, aber innerhalb von 20 Stunden vielleicht beibringe, wie du XYZ erreichst, wie du die Telefonnummer einer Frau bekommst oder wie du deinen Ex zurückgewinnst. Ja, sieh dir jetzt einige Videos an, 100 Stunden Videomaterial und erfahre, wie du deinen Ex zurückgewinnen kannst. Das wird dafür sorgen, dass die Eintragungsrate wahrscheinlich sehr gering ist. Es löst zwar eventuell das Problem, ja, oder ein spezifisches kleines Problem, aber es ist sehr schwer zu konsumieren. Der Interessent muss sich sehr, sehr viel Zeit nehmen, um alles anzugucken, durchzugucken und so weiter. Ja? Das heißt, du solltest immer darauf achten, dass es einfach und schnell zu konsumieren ist. Erfahre in meinem 10-minütigen Video die 3 wichtigsten Schritte, wie du noch heute die Telefonnummer von 3 Frauen bekommst. Erfahre in meinem 5-minütigen Video, wie du dafür sorgen kannst, dass dein Ex sich innerhalb der nächsten 3 Tage wieder bei dir melden wird und wieder mit dir zusammen sein möchte. Erfahre in meinem E-Paper die 5 wichtigsten Schritte, die dafür sorgen, dass dein Hund bereits ab morgen auf deine Befehle hören wird und nicht mehr alles macht, was du nicht möchtest oder ähnliches. Ja?
Erfahre in meinem kostenlosen Training, wie du dich für eines der vier profitablen Märkte entscheidest und damit dafür sorgst, dass du online ein profitables Business aufbauen kannst und nicht alleine am Markt schon scheiterst und Wochen, Monate lang umsonst arbeitest, weil du dich für einen falschen Markt entschieden hast. All das können kostenlose Lead-Magneten sein, die wir im Austausch gegen die E-Mail-Adresse dem Kunden anbieten. Und genauso können wir auch eine E-Mail-Serie erstellen. Erfahre in den nächsten 7 Tagen mit jeweils einer kleinen Tagesaufgabe, wie du es schaffen wirst, bereits nächste Woche eine feste Freundin zu haben. Erfahre in 7 kostenlosen Schritten, wie du innerhalb einer Woche dir ein Online-Business aufbaust, wie du innerhalb von 7 Tagen die ersten Einnahmen online generieren wirst. Erfahre in 7 kostenlosen E-Mails von mir mit einer kleinen Tagesaufgabe, wie du innerhalb einer Woche dafür sorgen wirst, dass du ab sofort jeden Monat hunderte Euro einsparst und so weiter. Ja? Ich hoffe, du verstehst, worum es hierbei geht, was ein Lead-Magnet ist und wie er aufgebaut sein sollte, damit du eine möglichst hohe Eintragungsrate hast, damit du etwas hast, was die Leads, also die E-Mail-Adressen, wirklich anzieht wie ein Magnet. Denn daraus ist dieser Name entstanden und dafür sollte der Lead-Magnet auch sorgen. Und wir haben einen zusätzlichen Vorteil, wenn er einfach und schnell zu konsumieren sein soll, ist er auch einfach und schnell zu erstellen. Ja? Das heißt, du brauchst hier nicht ein E-Book schreiben, was vielleicht 50, 60 Seiten geht oder ähnliches wie ein ganzes digitales Produkt, wie ein E-Book, was man verkauft oder ähnliches, sondern es kann ein einfaches E-Paper sein, also eine einzelne Seite, wo 5 Schritte draufstehen, ja? Ein Aktionsplan. Mache diese 5 Aktionen, diese 5 Schritte, um Ziel XYZ zu erreichen. Es ist sehr einfach zu erstellen, selbst wenn du in einem Markt bist, wo du sagst, da hast du eine Leidenschaft, aber hast noch nicht so viel Wissen, sondern musst dir das Wissen teilweise noch anlesen oder aneignen. Dann kannst du hier 2, 3 Artikel lesen, die Informationen zusammenfassen und dadurch auch innerhalb kurzer Zeit deinen Lead-Magneten erstellen. Okay, ich hoffe, du hast dich bereits für ein Produkt entschieden, für eine Nische entschieden, in der du tätig sein möchtest und solltest hier dich nun für ein Problem entscheiden, was du mit deinem Lead-Magneten lösen möchtest und deinen Lead-Magneten erstellen. Achte darauf, dass er einfach und schnell zu konsumieren ist, aber dass er trotzdem ein starker Lead-Magnet ist, also dass ein Interessent, der in diesem Bereich sich bewegt, ja, vollkommen egal was es ist, einen möglichst hohen Druck verspürt, sich diesen Lead-Magneten auch zu sichern. Also, dass er weiß, wenn er ihn sich nicht sichert, dass er scheitern wird, dass er sein Problem niemals lösen wird, seine Wünsche, seine Ziele nicht erreichen kann. Ja? Und wenn er diesen Lead-Magneten sichert, dass er das Gefühl hat, er kommt in kürzester Zeit zu seinem Ziel und kann sich seinen Wunsch erfüllen. Das ist die Psychologie bzw. der Hintergrund bei einem Lead-Magneten. Und wenn du diese Dinge beachtest, wirst du mit deinem Lead-Magneten eine extrem hohe Eintragungsrate auf deinen Opt-in-Seiten aufbauen können und dadurch innerhalb kürzester Zeit eine große E-Mail-Liste generieren, die dir automatisiert online Geld bringen wird. Okay, das war's nun für dieses Video und du solltest jetzt anfangen, deinen Lead-Magneten zu erstellen und wir sehen uns dann gleich in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin!